Einen wunderschönen guten Tag, liebe Raumfahrer und Raumfahrerinnen. Herzlich willkommen zurück an Deck bei 60 Parsecs. Es ist die letzte Bastion. Es ist der letzte Widerstand auf diesem widerständlichen Planeten. Es ist Emmett Ellis, der auch meine Wenigkeit verkörpert, der Kapitän, der zuletzt und auch als allerletztes Crewmitglied hier auf diesem Schiff ausharrt. Aber er ist nicht allein. Er hat den Computer, der jeden Tag eine neue dramatische Wendung hervorbringt, und er hat einen Alien mit einer langen Schlauchmaske. Sieht so ein bisschen aus wie das missratene Kind zwischen Benjamin Blümchen und Yoda. Es ist Tag Nummer 50 und ihr hört mich inzwischen schon fast jede Folge sagen, dass das mögliche Ende sein könnte des nach wie vor ersten Runs. Das muss man immer noch bedenken. Es läuft sehr gut und das Herstellungsmodul wird verbessert in 3 Tagen hoffentlich. Und jetzt schauen wir mal, was der Computer denn so erzählt. An unserem Fenster ist ein Flugblatt aufgetaucht. Entdecken Sie E-Bosan. Bequemes Einkaufen von Ihrem Heimatplaneten aus. Kostenloses Geschenk bei der Anmeldung. Wow, wie praktisch. Über das E-Bosan-Netzwerk kannst du so ziemlich alles außer Tiernahrung bestellen und es dann innerhalb von 1 bis 2 galaktischen Werktagen über das Portal erhalten. Es gibt jedoch einen Haken. Für die Kontoerstellung ist ein Sprung durch ein paar Ringe erforderlich. Buchstäblich. Du musst zur Verifizierung durch eine Reihe von Zeitportalen springen. Im Kleingedruckten steht, es bestünde keine Todes- oder Zerstückelungsgefahr, doch plötzlicher Wahnsinn sei möglich. Wie möchtest du das angehen? Diese Entscheidung ist komplett klar und vielleicht kommt da was Positives raus. Vielleicht können wir uns ganz entspannt bald per E-Boson Prime super coole Suppen heranliefern lassen, die dann per E-Boson Evening oder Morning Express auch wirklich instant vor der Tür stehen. Also, Beweglichkeit. Emmett, jetzt zeig mal, was du damals im Leichtathletikunterricht gelernt hast. Geben kann ich dir gar nichts. Das Herstellungsmodul wird allerdings verbessert und wir springen nicht nur durch Zeitringe, sondern auch direkt durch den Tagesring in Tag 51. In Richtung Tag 51, das sieht sehr gut aus. Emmett sieht sehr gut aus. Du hast den Boden berührt, bist schnell durch das Anmeldeportal von E-Bosan gesprintet und im blauen Licht der Dimensionsspalte verschwunden. Das Shuttle schwankte und du sprangst unbeschadet auf der anderen Seite des Portals hinaus. Auf dem Flugblatt hat sich das Kleingedruckte nun erweitert. Dort steht, dass es 1 bis 2 galaktische Werktage dauert, bis deine Verifizierung abgeschlossen ist. Erst dann könnte dein Einkaufserlebnis beginnen. Das Blatt definiert außerdem einen galaktischen Werktag als 525.600.000 Minuten oder 1.000 Erdenjahre. Ich wage mich mal etwas aus dem Fenster. Ich weiß, ab und zu droppe ich hier so ein paar negative Sätze. Es könnte bald vorbei sein, aber diese 1.000 diese 1.000 Erdenjahre, die traue ich Emmett jetzt nicht so wirklich zu. Es öffnete sich ein weiteres Portal, aus dem ein gut gekleidetes grünes Tentakelwesen heraustrat, das dir einen Kommunikator aushändigte. Vielen Dank für deine Registrierung bei E-Bosan. Hier hast du dein Gratisgeschenk. Dein Konto wird in 1 galaktischen Werktag oder 1.000 Erdenjahren freigeschaltet, sprach eine Alienstimme. Es ist was Positives. Diese Episode hier beginnt mit einer positiven Nachricht, nämlich, dass wir einen gratis Kommunikator bekommen haben, den man zum Beispiel recyceln kann oder nutzen kann für sonst was. Das ist gut. Der Magen fühlt sich leer an. Das Herstellungsmodul ist allerdings damit beschäftigt, sich selbst zu verbessern. Selbstbefriedigung! Also bei dem Herstellungsmodul jetzt. Alien, hast du vielleicht auch zum Start in diesem Part was Interessantes zu berichten? Pede! Pede, was? Zimmern, zu brennen! Computer? Du entscheidest dich, das kaputte Atemgerät des kranken Außerirdischen mit einer Maske zu reparieren. Er hat sich nun etwas beruhigt. Allerdings ist er noch weit davon entfernt, Luftsprünge zu machen. Was willst du jetzt benutzen, um ihm zu helfen? Ich habe leider nichts, um ihm zu helfen. Das ist aber das erste Mal seit geraumer Zeit, dass wir auch wieder so ein bisschen was von dem Außerirdischen hören und die Möglichkeit hätten, da was zu tun. Aber die Möglichkeit haben wir nicht so wirklich, weil es fehlt sowohl ein Erste-Hilfe-Kasten als auch ein Klebeband. Deswegen muss sich der Außerirdische weiterhin einfach nur mit der besseren Maske zufrieden geben. Aber das ist ja zumindest auch schon mal etwas. Vielleicht ploppt die Storyline ja bei Tag 72 oder so nochmal auf.
Der kleine kranke Außerirdische kauerte regungslos in der Ecke, während du das Häufchen Elend ansahst und einfach nicht wusstest, was du tun sollst. Der Außerirdische hat ganz sicher Schreckliches erlebt, Captain. Er könnte uns mit Informationen versorgen. Bitte überlege dir, wie ihm zu helfen ist. Du bist immer noch auf Zack. Ich würde ihm gerne helfen. Das kann ich dann machen, sobald das Herstellungsmodul sich verbessert hat. Das braucht ja nur noch einen Tag. Dann stellen wir erstmal ein Süppchen für Emmett her und dann kümmere ich mich um Erste-Hilfe-Kasten und Klebeband für den kleinen, süßen Außerirdischen, den er die ganze Zeit im Ecklein sitzt. Sir, ich habe in der Nähe gerade ein Geräusch wahrgenommen. Ach ja, top Mensch, wieder übergroße Insekten. Diesen Planeten, den kann man doch einfach nur lieben. Es scheint eine Kakerlake in der Größe eines Schulbusses zu sein. Ach, vergiss es ist nur eine tote Kakerlake. Auf ihr sitzt eine keuchende Figur, die einen Speer in der Hand hält. Sie hat uns gesehen und kommt näher. Das maskierte Alien reibt sich den Bauch und gestikuliert in unsere Richtung. Komische Pose. Ich glaube, dass es essen möchte. Willst du ihm etwas anbieten? Ich werde mich bemühen, sein Gemurmel zu übersetzen. Ich kann nichts tun. Ich habe nichts. Ich verbessere mein Herstellungsmodul. Hoffentlich bringt das Alien jetzt nicht Emmett um. Uns um. Ja, Emmett hat Hunger. Kein Thema, Emmett. Kann ich gleich herstellen? Der komische kleine Kakerlakenkiller ist weggegangen und hat vor sich hingemurmelt, nachdem du seine Frage nach Essen verneint hast. Nachdem er gegangen war, konnte ich ein paar Sätze übersetzen. Ich bin der krasse Kakerlakenjäger. Im Sinne von, ich bin krass gut im Kakerlakenjägen. Hast du etwas essen? Nachdem du Nein gesagt hattest, ist er gegangen und hat leise gemurmelt. Du bist nicht krass. Du bist wirklich überhaupt nicht krass. Also damit kann ich jetzt leben, dass der krasse Kakerlakenjäger mich nicht für so krass hält. Kann er seine Kakerlake selber fressen? Ich bin am Verhungern. Ist besser etwas und zwar schnell. Ich hoffe, ein Tag... Okay. Sichel und Hammer in der Hand. Rostbrauner, sepiafarbener Anzug inklusive Haut. Das wird spannend. Herstellungsmodul ist jedenfalls verbessert und stellt dann jetzt hoffentlich schneller her, recycelt besser. Man kann es auch gar nicht mehr weiter verbessern, es ist Stufe 3. Also eine Suppe wäre wichtig als nächstes. Stell ich mal ein Süppchen her. Kann leider nicht zwei Sachen gleichzeitig erstellen, was ich mir erhofft hätte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der Computer zu dem Mann, der hier plötzlich auf... Wir sind nicht mehr, jetzt sind wir schon wieder zu dritt. Vielleicht ist es doch Megan Mann wiedergeboren. Captain, ein paar Astronauten machen da draußen ein Picknick. Moment mal, die tragen sowjetische Raumanzüge und singen Katjuscha. Was machen dann die Sowjets hier? Haben die uns die ganze Zeit beschattet? Oh nein, das Picknick war nur eine Ablenkung und sie versuchen in das Shuttle einzudringen. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Ich soll mich dagegen behaupten? Ich hab eine Waffe? Mann, oh Mann. Emmett, dann bettel dich mal. Schieß mit dem Piu, mit dem Blaster richtig. Piu, piu, piu. Tag 54. Feuer frei! Feuer frei! Geht es allen gut? Captain, das war eine gut platzierte Salve. Die Angreifer sind verschwunden. Zumindest vorerst. Wir haben die Sowjets besiegt. Der Blaster, der zahlt sich wirklich aus, weil der ist jetzt auch immer noch benutzbar. Den haben wir ja schon zweimal benutzt. Da haben wir einmal diesen Kristallosaurus, haben wir da schön was abgeschossen mit und jetzt auch uns gegen die Sowjets verteidigt. Richtig so. Lauf besser, ihr Kommis. Wir konnten uns dieses Mal verteidigen. Vergiss aber nicht, dass ein Gespenst diese Welt heimsucht. Das Gespenst des Kommunismus. Das ist doch nicht vorbei. Die Suppe ist aber hergestellt. Leider ist Emmett auch allgemein schwach von der Gesundheit her. Von Gesundheit her, wie du weißt, ne? Also Suppe. Und als nächstes würde ich dann, hätte ich gerne direkt einen Erste-Hilfe-Kasten hergestellt. Was hat jetzt eigentlich die Verbesserung des Herstellungsmoduls genau gebracht? Weil ein Erste-Hilfe-Kasten braucht zum Beispiel auch immer noch ganz normal 3 Tage. Ich würde dann mal meinen Kommunikator recyceln. Maske wird man vielleicht eher nochmal brauchen. Und wir haben ja einen Gratis-Kommunikator bekommen mit einem der letzten Ereignisse. Also das erscheint mir eine anständige Wahl zu sein. Ich erfasse hohe Werte eines unbekannten Giftstoffes in unserem Belüftungssystem. Das könnte jetzt wirklich, wirklich übel werden. Weil Emmett ist echt schwach unterwegs. Und wenn jetzt noch ein Malus obendrauf kommt, durch das heutige Ereignis an Tag 54... dann kann ich ihm die eine Suppe so schnell und so tief wie nur möglich in den Rachen stopfen. Es könnte zu spät sein.
Analysen zeigen, dass er nicht allzu gefährlich ist. Jedoch weist er halluzinogene Eigenschaften auf, weshalb man ihn besser nicht zu lange einatmet. Oder manche würden sagen, weswegen man ihn gerade erst einatmet. Das Luftfiltersystem wurde während des Absturzes herumgewirbelt und dabei könnte ein Riss entstanden sein. Was willst du unternehmen, um den Riss zu versiegeln? Nach wie vor würde ich gerne unseren verschimmelten Kloster unten rechts gerne reinstopfen, aber das wird mir leider nicht angeboten. Stattdessen, wie so häufig, darf ich einfach nur auf das X drücken und hoffen, dass trotzdem alles gut geht und Tag 55 noch auf meinem Bildschirm hier auftaucht und vor allem noch ein lebendiger Emmet, du Kämpfer. Du hast beschlossen, den Riss nicht zu reparieren. Die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch das Einatmen des halluzinogenen Giftstoffs entstehen, haben sich als unerheblich herausgestellt. Du hast nun sogar einen klaren Kopf. Das sag ich ja, das war sogar das war gutes Zeug. Du hast dich gefragt, wieso ich A.S.T.R.O. so übertrieben auf einen klitzekleinen Schaden reagiere, durch den du Unmengen halluzinogenen Schimmels einatmest. Aber du scheinst glücklicher zu sein, also belassen wir es einfach dabei. Mal kurz, Diddy Dawkins, Baby Bronco, wie geht's eigentlich euch beiden? Okay, ich werde erstmal Klebeband herstellen, weil das Klebeband braucht auch nur einen Tag und das könnte ich benutzen, wenn innerhalb der nächsten paar Tage, während ich dann wieder dabei bin, was anderes herzustellen, ich dem Alien wieder helfen sollte oder helfen könnte, denn da kann ich das Klebeband dann verwenden. Also erst Klebeband, Suppe, dann erst Hilfekasten. Wir empfangen ein Signal, Sir. Es hört sich wie eine schmierige, freiere Version des Morse-Codes an. Das Signal wird schwächer, Captain. Möchtest du schnell noch mit dem Kommunikator antworten oder erst zum Handbuch greifen, um es zu entschlüsseln? Oder möchtest du gar nichts tun, weil du deinen Kommunikator vorher recycelt hast? Computer, es geht hier ums Überleben. Nicht um irgendwelche technischen Sachen. Hier ist kein Platz fürs neueste Smartphone oder die neueste Videospielkonsole oder irgendetwas anderes. Es geht um Suppen am Ende des Tages. Aus lauter Angst vor der Interaktion mit potenziell verrückten Aliens hast du mich gebeten, das Morse-ähnliche Signal abzustellen. Du bist kein Deut besser als die phobischen Einheimischen dieses Planeten, Captain. Deswegen heißen sie auch Phobia, weil sie lauter Phobien haben. Ja, das hab ich jetzt, verstanden. Nach ein paar Stunden ist die Übertragung abgebrochen. Wenn du mich fragst, können sich diese Aliens mal gepflegt ins Knie morsen. Da steht morsen. Klebeband ist jetzt hergestellt. Als nächstes dann ein Süppchen. Es läuft. Ich habe einen Plan. Ich bin eine Maschine und Maschine können keine Stimmen hören. Die Stimmen, die ich gerade nicht hören kann, werden jedoch immer lauter. Oh, du hörst sie also auch. Meine Gewichtssensoren erfassen auch etwas. Eine zweidimensionale Spezies. Das erklärt, wieso meine Kameras sie nicht erkannt haben. Ziemlich tückisch. Mit einem entschlossenen Schrei kommen die Stimmen rasant näher. Die Luft innerhalb der Tür sieht ziemlich leer aus, doch plötzlich auch äußerst feindlich. Wie wirst du uns verteidigen, Captain? Mensch, da kann ich ja mal wieder richtig viel tun und einfach nur darauf hoffen, dass die uns nicht umbringen. Immer dieser lange schwarze Bildschirm, den ich da abwarten muss. Und dann das hier noch und sehe, Emmet ist nach wie vor im Saft. Eine zweidimensionale Spezies hat dein Schiff angegriffen. Du hast aufmerksam zugehört, wie die zornigen Stimmen mühevoll ächzten. Mehrere anstrengende Stunden später war ihre zweidimensionale Barrikade fertiggestellt. Eine dünne Origami-Serviette für deine untrainierten 3D-Augen. Als du niesen musstest, zerknitterte sie. Die Stimmen klangen bestürzt. Du hast versucht, beeindruckt und ehrfürchtig zu blicken. Doch sie haben es nicht zur Kenntnis genommen. So ist das halt mit diesen zweidimensionalen Spezien. Da, mit so einer zweidimensionalen Spezies, da ist das halt ein bisschen problematischer. Da findet man einfach auf einer anderen Ebene statt. Süppchen ist fertig, Emmet ist aber noch nicht am Verhungern. Das heißt, jetzt kann dann auch noch schön der erste Hilfekasten obendrauf produziert werden. Und es nähert sich ein Alienschiff. Und ich habe die Möglichkeit, was zu tun, weil ich dafür keine Gegenstände brauche. Das ist immer schon so ein kleines persönliches Halleluja für mich selbst. Das Schiff spielt eine zu ihrer Musik passenden Lichtshow ab, mit der sie uns beschallen, seit wir die Verbindung zu ihnen hergestellt haben. Captain, sie spielen Rockabilly. Die Aliens behaupten, zum Stamm der Tanzlords zu gehören und sie suchen nach den besten Tänzern der Galaxie. Sie haben unseren Stamm zu einem Wetttanzen herausgefordert, genauer gesagt zum Sock-Hop. Wenn du nicht mitmachst, werden sie uns mit ihren Ultra-Hochfrequenz-Lautsprechern zum Verglühen bringen. Wie wirst du die Tanzlords schlagen? Das erinnert mich an so einen Animationsfilm. Da wurde auch viel draus gemimt, wo der Präsident am Ende schön ans Keyboard geht. Und so die Tunes spielen. Nun, einen Gruppentanz können wir ja leider schon mal gar nicht mehr aufführen, weil das Alien hier wird wahrscheinlich auch leider gar nicht mitmachen. Ich bleibe, wie so häufig, bei der Beweglichkeit, weil ich weiß,
der Emmett drauf hat, sich anständig zu bewegen und zu regeln. Das ist ein gelenkiger Bursche. Ich hab's schon wieder gesehen. Die Sowjets sind wieder da. Du hast die Herausforderung der Tanzlords angenommen, hast jedoch verloren. Die Aliens haben dich hochgebeamt und du bist auf die Tanzfläche gestolpert. Kaum Rhythmusgefühl, miese Fußarbeit. Nicht einmal eine paillettenbesetzte Jacke hätte dich retten können. Die Tanzlords achten jeden, der mutig genug ist, auf die heilige Tanzfläche zu treten. Ihr Anführer, Warlord Rampensau, verschonte dich, meinte jedoch warnend, dass du beim nächsten Mal die überlässigere Tanzschritte drauf haben solltest. Ich werde üben. Gleichzeitig bin ich am Verhungern. Hab ja zum Glück ein Süppchen produziert. Das Medikit wird produziert. Und hier steht schon wieder ein ungebetener Gast, gruselig reinschauend zwischen den zwei Leichen meiner Freunde. Da sind sie wieder. Die Sowjets, sie sind zurück und haben das Shuttle umzingelt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hier Fuß fassen darf. Nicht in einem Schiff der Astrobürger. Bereite dich auf einen Kampf vor. Zum Glück haben wir die Waffe. Ohne die Waffe wäre hier schon die ein oder andere Situation sehr übel ausgegangen. Tag 59. Emmett juckt das einfach nicht. Emmett sitzt jetzt auch einfach wieder völlig entspannt da. Riesiger, groß angelegter Angriff der Sowjets, aber er ganz easy und entspannt. Feuer frei, Feuer frei! Gut platzierte Salve, das Gespenst des Kommunismus, eigentlich im Endeffekt der genau gleiche Text wie zuvor. Medikit wird nach wie vor produziert. Computer hat jetzt wieder, wie ich das vermutet habe, ich habe das wirklich sehr schön vorhergesehen, jetzt steht wieder die Entscheidung bezüglich unseres kleinen, ich wollte schon sagen, kleinen süßen Außerirdischen an, aber... Ne, ich kann jetzt mal gucken, dass ich mit dem Klebeband vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Denn ein Medikit für dich zu benutzen, das ist in der aktuellen Notlage zu krass. Das könnte irgendwann auch mal Emmett gebrauchen. Wobei er es ja jetzt gar nicht mehr braucht. Ihm geht es ja jetzt schon ziemlich gut, auch ohne, dass wir ein Medikit benutzt haben. Da hat er sich sehr... Oh, er ist weg? Ich bin allein! Also er erzählt uns jetzt so ein bisschen was, aber jetzt sind wir wirklich allein auf dem Schiff. Komplett allein. Jetzt ist nicht mal mehr der Außerirdische da. Nach ein paar Stunden der Ruhe hat der Außerirdische sich weiter beruhigt und bekommt jetzt besser Luft. Und gerade eben hat er seine ersten Worte in unserer Sprache gesprochen. Die Phobier müssen über gut durchblutete Sprachzenten verfügen, wenn es ihnen so leicht fällt, eine Sprache zu lernen. Der einsame Phobier erklärt, dass er aus seiner Heimat Silo 1799 verbannt wurde. Er hatte etwas über eine paradiesische Zone im Westen gelesen, die von Krieg und Fallout unberührt sein sollte und wollte dorthin aufbrechen. Doch solche Gedanken sind in seiner Gesellschaft, die nach den Schrecken des Krieges ihr Heil allein in engen Beisammenhocken sucht, strengstens tabu. Der Verwandte sagt, dass er zu dem Zufluchtsort reisen wird und zurückkommt, um uns zu holen, sollten wir dort willkommen sein. Also das hier ist ja ganz klar die größere Storyline, die diesem Planeten und dieser großen Storyline von 60 Parsecs zugrunde liegt. Also ihr müsst immer bedenken, dass das hier natürlich, das Spiel basiert ja komplett auf Entscheidungen und wie es weitergeht und was genau passiert. Und ich hoffe, dass man in diesem Spiel auch auf einem anderen Planeten hätte landen können, auf dem natürlich dann eine ganz andere Storyline stattfindet. Aber hier könnte das positive Ende auf diesem Planeten sein, dass der kleine Phobier, weil wir ihm geholfen haben, zurückkommt und zu Emmett sagt, Emmett, du bist willkommen in diesem paradiesischen Land, wo dann doch Milch und Honig fließt und wo nicht alles so unfassbar feindlich gesinnt und voller riesigen Insekten und Wirbelstürmen aus Eisenteilen ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die vielleicht in einer der nächsten Folgen oder vielleicht sogar in der nächsten Folge schon erfüllt wird. Wir stehen immer noch stramm auf der SS Thorsten Stahlkapsel. Verteidigt haben wir uns gegen alle möglichen Eindringlinge und auch endlich Benjamin Yoda Blümchen geheilt. Aber dafür sind wir jetzt auch allein. Und ob das ausreichend, da eigentlich sind wir die ganze Zeit allein. Das Alien hat nicht viel gebracht. Ich glaube, wir werden auch die nächste Folge noch überleben. Es läuft gut. Diese Folge lief gut. Schaut euch einmal an, wie gut es ihm geht. Er ist allein, aber er weiß, dass er auch allein sein kann. Er schöpft auch Kraft aus dem Alleinsein. Emmett ist sich selbst genug. Und das sollte man auch manchmal sein. Aber das sollten euch nicht genug Bewertungen und Kommentare unter diesem Video sein. Deswegen gerne einsteigen, eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Und falls ihr den Kanal noch nicht kennt, abonnieren inklusive Bim. Genauso klingt eine Glocke, damit ihr auch keine weiteren Episoden verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Weltraumreise. Ciao! Schüttel und reingehauen.